Hallo, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Wir haben das letzte Mal Akt 1 von Cruel ein bisschen durchgemacht und heute wollen wir Richtung Labyrinth gehen und sie mal so richtig durchskillen, oder? Das ganze Labyrinth durchskillen. Hoffentlich schaffen wir es. Ja, das wird schwer, aber ja, machbar. So. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wenn ich also ein bisschen räusper, tut mir leid. Und wieso leckt das jetzt gerade im Moment? Bisschen. Ja, es ist ein bisschen hakelig. Das ist immer so die Engine, die recht unangepasst ist. So, jetzt gehen wir hier rein. Wir haben ja die den letzten Akt noch gemacht, die restlichen Schlüssel. So, jetzt machen wir hier die. Ja, nein. Richtig. Genau. Ja. Der Izaro, einer der stärksten Gegner. Für normal und cruel. Merciless ist dank der Maps dann noch stärkere Gegner, aber den müssen wir dreimal besiegen. Also machen wir mal das erste. Dazu will ich noch kurz hier die Location zeigen. Wir müssen also jetzt ungefähr unseren Weg bannen bis zum Ziel. Viele Wege sind natürlich auch Sackgassen. Hier in diesem gibt es zum Beispiel ein Silver Cave für eine Silver Chest. Die können wir auch noch suchen. Aber jetzt weiß mal den Silver Cave sammeln. Ist eigentlich easy, alle Gegner zu besiegen, aber die Fallen haben in sich, auch in normal. Da muss man ein bisschen Übung zuerst haben, um die auszuweichen. Vor allem die ganze Konzentration auf die Fallen und nicht auf das Herumlaufen. Und die unsichtbaren Fallen, also die, die extrem gut getarnt sind, ausfindig machen. So, also hier sind noch keine Fallen. Das ist einfach so ein Außenbereich. Später haben die Außenbereiche auch noch Giftfallen und so weiter. Aber das kommt alles noch. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Das ist wahrscheinlich das das Exit dieses Gebietes. Fallen. Wollte nicht kommen. Und Cruel hat es immer sofort voll. Auf Merciless, ja, hab's noch nicht so ausprobiert. Ich genau weiß, dass ich da längere Zeit nicht schaffen werde. Und dann das, das große Labyrinth ist dann, hab ich schon probiert. Bin aber nicht so weit gekommen und jetzt muss ich kurz räuspern. So, wie kommen wir hier rein? Wahrscheinlich dort drüben. Das ist zum Beispiel so eine Falle. Die macht eigentlich nicht viel Damage, aber man darf nicht drin bleiben. Das ist eine, ja, die ist zum Beispiel nur Stich und die macht hier und her und die macht extremen Damage. Also nicht allzu schnell durchgehen, sondern warten, bis die Falle dann nicht mehr draußen ist. Oh, das sagt jetzt auch etwas, okay. Solle und teleportieren und so. Da habe ich auch noch ein paar Tipps bekommen durch das Forum. Wir brauchen unbedingt einen Vierer-Link für den Teleport. Und das ist schwer. Solche kaputten Sachen
Einfach durchlaufen. Natürlich, wenn sie kaputt sind, dann sind sie kaputt. Gut. Oh, da gab es auch noch einen Eingang. Aber es ist schon recht... es wäre eher für ein Rollenspiel, ein richtiges Rollenspiel, als für ein Action-Rollenspiel, Hack-and-Slay-Zeugs. Unter anderem hat es einfach sehr viel Style und zum einen hat es viele Rätsel und so weiter. Also in einem Rollenspiel wäre so etwas ein bahnbrechenden. Also das wäre so cool. Zum Beispiel im Gothic-Stil oder im Witcher-Stil, ja nicht unbedingt, das ist ja auch eher ein bisschen mehr Action. Ich habe mir Witcher gekauft, das mal ganz günstig war, aber habe es nie angefasst, habe es nie gespielt. Ich müsste unbedingt das mal machen. Ich werde es wahrscheinlich auch Let's Playen, wenn ich mehr Leute habe, die zuschauen. Und auch mitmachen und so, weil ich kenne Witcher nicht. Und möchte es ja so... ja, wie soll ich sagen, so richtig interaktiv und so machen für die Zuschauer spannend. So hoffe ich auch, dass ich mit RuneScape viel Erfolg haben werde für mein Verhältnis und dass die Leute auch ein bisschen öfters jetzt rauskommen, mal ein paar Kommentare schreiben und so weiter. Ich werde auf jeden Fall viele Kommentare annehmen und auch ausführen, wenn es jetzt nur mehr Spiel heißt. Ja, geh doch mal nochmal ins Labyrinth. Ja, noch kein Problem, gehe ich nochmal ins Labyrinth. Vielleicht ist ja das Labyrinth damals danach anders, oder? Im zweiten Versuch. Also ist jedes Labyrinth irgendwie anders. Noch ein Silber, okay. Okay. Und auch kein Weg nach draußen. Sie können sagen, nach links geht es meistens nicht. Einfach runter. Und hier am besten im im Quadrat laufen. Einfach runter, dann links, dann hoch und dann wieder nach oben rechts. Hier natürlich schauen, ob sie rauskommen. Jetzt zum Beispiel sind sie rausgekommen. Gut, haben es geschafft. Ich habe es jetzt mal riskiert. Ich habe natürlich eine extrem schnelle Reaktions Ding vom Heiltrank und so. Ich bin ja eigentlich nie gestorben, außer weil der Heiltrank nicht ausgereicht hat, weil so extrem starke Gegner gekommen sind. Beim Boss Malachi bin ich ja überhaupt nicht gestorben. Und ja, mit viel Übung, mit ja, recht gute Übung, kommt man so weit eigentlich locker schnell. So. Gut. Geschafft. Jetzt muss links, oder? Gut, das sieht man irgendwie so ein bisschen schlecht. Hahaha, ausgetrickst. Ja, ich hätte auch schneller sein können. Schneller einsetzen. Quicksilver Flask einsetzen, aber nö. So, nächster Silber, okay. Da können manchmal recht coole Sachen drin sein. Also richtig cool. Oh, some Chaos Golem. Ah ja, es wurde ja auch empfohlen, eher, Blitzgolem dann noch einsetzen als der andere, der Chaos-Golem. So, jetzt haben wir ein Goldor. Ein Goldor können wir noch nicht reingehen. Da brauchen wir auch ein Gold-Key. Und für Silberdor ist natürlich Silber-Key. Also Silber-Key. Ja, Grüße, was hast denn du mit den Armen angestellt? Das geht mal gar nicht. Oh, schaut mal. Schwimmschleime.
Da ist das Goldtor, können wir noch nicht rein. Och, schaut mal, diese Baracke, das ist Shotgun. Das nennt man Shotgun-Bild. Ich liebe diese Builds. Weil sie extrem effektiv sind. So, ja, die Gegner sind natürlich auch ein bisschen low-level. Aber die Fallen sind trotzdem noch die schweren. Gut. Oh, ist ihn besiegt? Ja, super. Ach, macht das Spaß. Ich habe übrigens bemerkt, dass ich eine Stoppuhr habe an meinem Keyboard, also Tastatur, und also ist ja mal mega nützlich für ein Video aufnehmen, das 30 Minuten lang ist. Einfach nur genial. So. Dank dem, dass die den Patch wieder online veröffentlicht habe, konnte ich das alles wieder einstellen. Wusste gar nicht, dass das meine Tastatur kann, weil ich damals im alten PC die Sachen installiert hatte, aber nie eingesetzt habe und einfach die Zeit gelesen habe die ganze Zeit. Und dann habe ich den neuen PC gekauft und habe die CD nicht mehr gefunden. Und ja, sie ist weg. Keine Ahnung, wo die hin ist. Und ja, dann vor ungefähr 5 Monate war es, ist dann der Patch einfach so veröffentlicht worden. Die haben das... Ich habe das irgendwie es wurde mal, glaube ich, bei GameStop oder so geschrieben oder so. Dann habe ich das gesehen. Habe die... Tastatur, der Name natürlich auch an der Tastatur gelesen. Hab den Patch dafür runtergeladen und dann ging's. Schön. Also wieder eine Logitech kaufen. Ist eine G15. Gibt natürlich schon viel bessere, aber mir reicht es. Ich brauche nicht Farben, ich brauche nicht andere Sachen noch zu. Mir reicht das schon völlig aus. Aber eine neue kaufe ich mir dann trotzdem. Auf jeden Fall einen zweiten Bildschirm. Und ja, mal schauen, was noch. So. Ah ja, eine Maus brauche ich unbedingt dann bald auch noch. Das ist auch kaputt, gell? Zum guten Glück. So, dann gehen wir mal hier rein. Sieht nämlich so böse aus hier. Huje. Was ist denn hier? Eine Supplicache. Aha. Fragezeichen. Wieso habe ich dann Schaden? Also Schaden habe ich nicht bekommen. Aber Blutung habe ich bekommen. So. Oh, geh weg. Ja, danke. Fürs Weggehen und wieder reingehen. Ah, der ist auch nicht. Der ist kaputt. Aber der. Der ist auch kaputt. Ist ja alles kaputt hier. Ist natürlich alles leichter als ein Cruel und den Messless. Aber die machen, glaube ich, auch Blutungsschaden. Einfach heftig. So, dann haben wir ja eine Sackgasse. Also das ist mal nett. Tschüss. Ja, muss ich mal schauen, wo wir denn hin müssen. Ja, auch nicht, also. Hä? Wir sind völlig falsch gelaufen. Mal oben links. Es ist
da. Das war auch nichts. Ist nett, hä? Ich finde das Labyrinth einfach nervig für ein Action-Rollenspiel. In einer anderen würde ich selben feiern. Ich bin ja Zelda-Fan schon seit 3 Jahren. Aber finde, was die jetzt mit Zelda so machen, völlig scheiße. Da unten. Okay. Die wollen ja Zelda zu einem Minecraft machen. The son of Esamir met the son of... Ja. Das ist ein Survival-Spiel. Geht doch gar nicht. Obwohl beides ja eigentlich toll ist, aber zusammen und dann so schlecht, ne. Kein Bock. So, dann haben wir hier also mal den richtigen Ausgang. Dann gehen wir nicht zurück, oder? Ah, wir sind richtig. Gut. Wir werden nämlich hier den Goldschlüssel holen. So, fragen wir mal ein paar von diesen Skelettons, wo der Weg zum Goldschlüssel ist. Diese Kombinationen, genau diese Fallen mag ich nicht. Denn alles zusammen irgendwo stellt es fram. Die Giftsachen möchte ich nicht ausweichen. Das will ich einfach nicht. Soll ich die aufmachen? Ja. Weil ich habe eben ungefähr Freeze bin, wenn ich die Flask einsetze von den Elemental. Flask of Bismuth. Is easy. Bei Gebieten, wo es schnelle Monster haben hat, ist es natürlich dann viel schlimmer. So, haben wir schon mal. Eine Brigadine haben wir hier. Hier könnte es sein. Oh, da ist ein Ding. Ah. Rock Exile. So. Ab diese noch leicht. Noch. Was ist das? Hab ich noch. Ah! Doch, hab ich schon mal gesehen. Wir müssen drin bleiben. Gegner besiegen. Und warten. So, da kommen sie da. Gut. Haben wir besprungen. I need more mana. Sehe ich gar nichts mehr. So, da. Prima. All die Slowen sind sie besonders schlimm. Diese Fallen. Was denn los, ey?
geht's. Dankeschön fürs Aufmachen. So. No fury in nature is greater than that of lightning. Frag mich, was die bringen. Es ist meistens so, dass man irgendwie Buffs hat gegen die Bosse oder so, dass sie weniger Schaden machen. Aber irgendwie so. Genau weiß ich es leider nicht, weil ich auch nie nachschaue. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich runter. Ja. Sonst weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich machen soll. Natürlich Fire Damage, aber wir haben so viel Damage schon, dass es irgendwie gar nicht mal so wichtig ist. Weil wir Schaden haben. Weil wir Schaden haben. Wir haben zwar noch keine dieser AOE Fireball Gems, aber ich brauche das nicht. Wer braucht es schon? Ja, ist nichts Gutes. Finde die Musik irgendwie sogar. So, dann gehen wir weiter. Schade, dass wir so Schrott haben. Gefunden. Nice shot. Oh, Grise, Puppen. Ich finde die Puppen so süß. Sie sind gar nicht hoch. Ich finde überhaupt nicht so an dem. Die sind einfach so ganz süß. So, jetzt sind wir wieder hier. Gehen wir wieder weiter nach oben. Goldpot. Aha. Sehr schön. Ich finde es immer wieder so lustig, wie es so Sackgassen hat. So, geht länger als ich gedacht habe. Aha. Wir müssen also hier runter. Gut. Ja, das habe ich gedacht. Oh. Profi. Schön. Dann wollte ich auch Magier sein. Genau, wegen dem. Es ist zwar noch extrem langsam. Klar, es kann viel besser werden später, aber ja, dann ist es sowieso easy, easy, peasy. Peasy, miese, easy, peasy, miese, peasy. Easy, cheesy. Oh, schau mal. Ein Gelber will mich aufhalten. Oh, hat aber viel Damage gemacht. Aha, wir kommen nur mit dem Gold-Key durch. So eine Frechheit. Ah, das ist eine Frechheit, ey. So. Dann machen wir den Boss. The Azmeri were the first culture known in history to use trials of strength. Also können, ja, das ist jetzt hier noch nicht, aber später können wir dann schauen, was der Boss einsetzen kann und was dann die Gefahr ist. So, immer in Bewegung bleiben bei diesem Boss, immer.
fiese Angriffen dürfen euch nicht treffen. Ist natürlich noch sehr schwach hier. Da machen die Angriffe keinen Schaden. Alter Junior. Gehen wir weiter. So. Was haben wir hier? Haben wir jetzt hier eine... Noch nicht, oder? Ich finde keine Tafel. Oh. Laser. Ach, schön. War Friesschreine. Auf dem Weg bis zum Ziel und dann ist alles easy. Aber ich komme gerade hier nicht durch. Ja, bist sehr nützlich, wenn ich ausweichen kann, gell? Schön, es ist wirklich scheiße. Wie viele Sackgassen es gibt. Schnell, gut. Nicht lecken. Menschen böse. Menschen überlastet. The Azamite and the Eternal took their rest in the lee of Strife's gale and remembered the traveled road. Beast and fiend Switch. Had fallen and bled to the Azamite sword. Swift and na grüezi. Trap and trial had risen. Grüezi, man grüezi. To the Eternal's wits. So, jetzt gehen wir. Ah! Schnell! Schnell! Ah! Gut, haben wir es geschafft. A warrior and his guide. Whilst other ascendants echoed their pride with ja, nicht abhauen. Dankeschön. Haben wir aber nichts. Totenbeschwörer. Wetten, das ist eine Sackgasse. Oh, da ist. Look at the door. Eine Silberchest wieder, okay. Ja, dann brauche ich nicht mal ein Atlas. Ein Ding. Eine Map. So. Wir haben drei Silberkäse. Ja. Gut, weiter. Ja, ist noch Silverkay. Das ist der Boss, Gold, da. Silverkay, Silverkay, Silverkay. Schrecklich. Und die Zeit läuft davon. Noch 2 Minuten. Okay, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ja, okay. Ja, es ist noch 1 Minute jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, im nächsten Part machen wir hoffentlich den Boss kalt und ja, können dann ein Item enchanten und den Elementaristen werten. Ja. Vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal, euer Drago, tschüss.